Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Hier und Heute unterwegs. Wir melden uns heute aus Rheinhausen und dort von der Firma Krupp. Genauer gesagt vom Walzwerk. Und dieses Walzwerk ist ja in die Schlagzeilen gekommen, denn hier sollen Arbeitsplätze abgebaut werden innerhalb der nächsten 2 Jahre. Und das würde heißen, dass hier im Walzwerk selbst die Lichter ausgehen und dann hier nicht mehr gearbeitet werden würde. Dies ist das Thema heute am Samstag rund um die Situation in Rheinhausen und um dieses Walzwerk. Bei mir Herbert Leimkühler, er ist sozusagen schon die dritte Generation, denn Großvater und der Vater auch hier in Rheinhausen im Werk. Diese Ankündigungen, wie haben die gewirkt? Wie ein Schock haben die Ankündigungen gewirkt, ist doch mal klar, ne? Wir hier in Rheinhausen haben keine Möglichkeit mehr, anders Arbeit zu finden. Und Duisburg, nee, sowieso nicht. Die Zahlen sind ja alle mal bekannt im Ruhrgebiet, wie hoch dort die Arbeitslosenzahlen sind. Ne? Also, wir werden dieses Feld ja nicht kampflos räumen, das kommt auf keinen Fall in Frage. Und wir fordern unsere 10 Aufsichtsratsvertreter, die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat auf, sich entsprechend im Aufsichtsrat zu verhalten und eben dieses Konzept des Vorstandes abzulehnen. Wir sind quasi hier im Steuerstand dieser Walzstraße, darf ich das so sagen? Hier arbeiten Sie, hier arbeiten Facharbeiter, für die es ganz schwer ist, auch wieder in andere Richtungen und andere Berufe unterzukommen, weil es ein Spezialberuf ist. Können Sie es ein bisschen definieren, was hier passiert? Ich glaube, es ist an der Schienenstraße. Ja, ja. Wenn ein erhöhten Facharbeiter, der kriegt nirgendwo mehr Arbeit heutzutage. Ist ja auch allgemein bekannt in der Stahlindustrie, die Krise. Nirgendwo gibt es keine Arbeit, überall gibt es Entlassungen. Also wird ein erhöhten Facharbeiter nie mehr Arbeit bekommen. Das ist ein, die Jungs haben 3, 3,5 Jahre gelernt für nichts, für gar nichts. Die Einbußen, die es jetzt schon gibt, innerhalb der nächsten 2 Jahre, was macht das zum Beispiel finanziell aus? Das ist finanziell für uns auch ein Kahlschlag. Wenn die Pläne durchgesetzt werden sollten, dann hieße das, dass wir kurz arbeiten würden, 2,5 Jahre. Wahrscheinlich wird es dann so sein, dass wir dann nach und nach vielleicht noch entlassen werden sogar. Ne? Obwohl ja eigentlich die Kurzarbeit das gleiche ist wie Entlassung für uns. Wenn wir mit 68% Arbeitslosen Kurzarbeitergeld haben wir ja auch nicht mehr wie ein Arbeitsloser eigentlich. Nur eben über einen längeren Zeitraum. Ne? Kann ich eine Zahl nennen, sagen wir, Sie hätten dann noch zur Verfügung rund 1300 Mark und das wären 600 bis 700 Mark weniger, als Sie normal hätten und mit dem Sie auch kalkulieren. Ja, ganz genau. Kalkulieren kann man ja heute schon gar nicht mehr. Ne? Weihnachtsgeschäft, Weihnachtsgeschenke kaufen ist ja nicht drin. Man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Ne? Also kann man generell sagen, trübe Weihnachtsvorfreude und die Freude kann man fast streichen. Freude kann man mit Sicherheit streichen. Da gibt es keine Freude mehr. Vielen Dank für diese Auskunft. Ich hoffe, dass das noch nicht das letzte Wort ist, auch für Sie und für Ihre Kollegen. Und ich gebe nun erst einmal weiter zu Michael Rühl. Ja, ich stehe hier zusammen mit dem Arbeitsdirektor von Krupp und dem Betriebsratsvorsitzenden von Rheinhausen. Herr Günther, Sie sind der Arbeitsdirektor. Die erste Frage an Sie. Haben Sie eigentlich ein Konzept oder werden hier 4000 Leute so sang- und klanglos entlassen? Wir mussten leider ein Konzept entwickeln nach dem europäischen Stahltor WoBu, das nun mittlerweile auch auf Deutschland sich ausdehnt seit einer Reihe von Monaten und in den letzten Wochen sehr extrem. Es handelt sich hier um das Überleben und damit um das Sichern von einem Minimum von Arbeitsplätzen. Wie viel sind es denn eigentlich? In der Öffentlichkeit wird immer gesagt, es sind 5000. Sie sagen, es sind nur 3500 oder 3600. Wie viel sind es hier in Rheinhausen? Ja, es sind 2 Zahlen. Die Gesamtzahl, die Betriebsräte sagen, dass 5300 Mitarbeiter betroffen sind, insgesamt in einem Zeitraum von mehr als 30 Monaten stimmt. Nur, man muss unterteilen, über 1700 Mitarbeiter im Rahmen der schlechten Auftragslage von 1983 waren wir uns weitestgehend schon einig. Die 3600 Arbeitsplätze im Zusammenhang der jetzigen großen Diskussion der Bereinigung der Profilseite in Rheinhausen, das ist das eigentliche Problem, dass wir derzeitig so hart miteinander diskutieren. Die Belegschaft und die Bevölkerung ist zu Recht betroffen, der Vorstand auch. Wir müssen im Grunde genommen das ausbaden, was man europäische Stahlmisere nennt. Herr Schröder, Sie sind der Betriebsratsvorsitzende. Sie haben gesagt, Sie kämpfen weiter. Lohnt sich der Kampf überhaupt noch? Ich darf sagen, dass wir dieses Strukturkonzept kategorisch ablehnen. Wir werden geeignete Schritte unternehmen, um zu verhindern, dass es zu diesem ungeheuren Kahlschlag kommt. Wie unüberlegt und überhastet dieses Strukturkonzept ist, möchte ich an einem Beispiel erläutern. Wir haben vor einem Jahr hier eine Edelbaustahlanlage in Betrieb genommen. Die soll nun abgebrochen werden
40 Kilometer weiter transportiert werden zum Werk Bochum, dort aufgestellt werden und in Betrieb genommen werden, Kostenpunkt 10 Millionen. Wir schicken die Leute noch nach. Also so etwas unüberlegt und überhastetes. Wir sind tief betroffen, wir sind auch ehrlich empört und wie gesagt, wir werden alles versuchen, damit es zu diesem ungeheuren Kahlschlag nicht kommt. Unternehmer haben auch eine Sozialverpflichtung den Arbeitnehmern gegenüber, auch in der Krise. Wo bleibt die bei Krupp? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Gibt es mir doch Gelegenheit, der Öffentlichkeit endlich mal zu sagen, was seit Jahren bei Krupp geschieht. Und zwar im Einvernehmen mit Belegschaft und Betriebsräten. Wir haben einen Sozialplan gerade jetzt am 1. November in Kraft gesetzt, wonach Mitarbeiter, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, ausscheiden können. Danach zahlen wir im ersten Jahr kombiniert Arbeitslosen Unterstützung und betrieblicher Zuschuss 100% netto, im zweiten und dritten Jahr 90%, im vierten und fünften Jahr 80%. Sie unterbrechen da, aber die ja. Arbeitsplätze sind weg. Nun, das ist eine Folge der europäischen Stahlkrise, die Arbeitsplätze sind weg, ist der Versuch, sozial flankierend den Mitarbeitern, die so lange im Unternehmen waren, zumindest etwas entgegenzukommen und zu helfen. Ich darf mich an dieser Stelle erstmal bei Ihnen bedanken. Ich gebe ab zu Achim Ritzenhoff, der in einer Kneipe ein bisschen die Stimmung beim Schichtwechsel anfängt. Ja, meine Damen und Herren, vor gut einer halben Stunde Schichtwechsel hier bei Krupp in Rheinhausen. Und wie das auch früher so war, ob das im Ruhrgebiet war oder auch hier in der Rheinschiene, da geht man halt nochmal um die Ecke in die sogenannte Kneipe und da geht man nochmal eben sein Bier oder auch seinen Korn trinken, denn die Arbeit war ja anstrengend genug. Und wir sind hier in einer typischen Kneipe. Ich will mal ein bisschen jetzt mich durchfragen hier zur Theke hin. Wollen wir gleich mal sehen, das Pilsken. Schmeckt er denn überhaupt im Moment noch? Ja, selbstverständlich. Ja. Warum soll es nicht schmecken? Ja, vielleicht ist doch so die Stimmung ein bisschen getrübt, oder nicht? Warum denn? Also was mich betrifft, ich will auch keine betriebliche Stimmung haben, nicht? Weil ich Jahre 27 bin, ich hatte einen Sozialplan. Und, das ist nicht ganz so schlimm. Bei einem Jüngeren ist das schon schlimmer, oder? Bei Jüngeren ist auf alle Fälle schlimmer, wenn man betrachtet, dass viele Leute, die bei der Hütte arbeiten, ich arbeite persönlich nicht bei der Hütte, bin zwar bei Krupp Stahlbau allerdings, dass viele Leute nicht übernommen werden, außer Lehrer. Sie haben 3 Jahre gelernt, haben versucht, mit ihrem Leben erstmal was anzufangen. Und dann kriegen sie also gesagt, dass sie wahrscheinlich nicht übernommen werden. Und wenn befristete Arbeitsverträge, die also bedeuten, das heißt also nur ein halbes Jahr, dann frage ich mich, wie soll denn die Zukunft für die Leute aussehen? Dann für die Eltern, Arbeitskollegen, Verheiratete mit Kindern, 1, 2 Kindern, der Mann geht alleine arbeiten, hat keine Möglichkeit mehr, Ausweitmöglichkeiten herrschen hier gar nicht mehr. Kupferhütte macht zu, Mannesmann können wir vergessen. Thyssen genauso, ist gar nichts mehr. Ist rein gar nichts mehr, wo man irgendwie eine Ausweitmöglichkeit hat. War die letzte Chance, ne? Ist die letzte Chance. Und eins steht fest, wenn das wirklich so kommen sollte, dass Krupp Rheinhausen so dicht macht, dass also 3.500 bis 5.000 Arbeitsplätze verloren gehen, dann kann man also wirklich so einen Spruch, da gibt einen Witz, dann ist Krupp doppelt so groß wie der Friedhof von Chicago, aber dreifach so tot. Für die anderen auch? Ja, bestimmt auch. Und wenn ich arbeitslos sein sollte, dann läuft ein Türke morgens rein, dann stehe ich mit dem Lammknüppel und schlag ihn tot. Der eins ist, die Türken haben mehr Arbeit. Und wir als Deutsche gehen stempeln hier. Das läuft doch nicht. Das läuft doch nicht. Ich hab uns das gibt Mord und Totschlag. Sind ja alle Arbeit. So hat er das auch mit Sicherheit nicht gemeint. Das sind ja alle. Ja, das müssen ja alle dran sein. Das ist ja das Schlimme dabei. Wir haben das Ding. Die Arbeit weggenommen von Deutschen. Das stimmt doch gar nicht. Wir sind hier gerufen worden, dann sind wir gekommen. Wir sind hier Gas und die können uns nicht sagen, hier, wir haben ihre Arbeit weggenommen. Sind Sie denn selbst betroffen? Nein, ich arbeite im Bergbau, leider. Aber die können uns nicht zu Schutt wegschicken. Wenn die sagen, wir sind auch dabei betroffen, meine Eltern dabei. Nein, sind alle betroffen. Ja. Klar. Der Management macht das. Der Management macht das. Dann soll der Herr sagen zum Management, aber nicht zu uns. Wir sind auch Menschen. Ohne weiteres, das sage ich ja gerade. Das sage ich ja gerade. Die jetzt die Abfindung kriegen, oder was? Die Kollegen sprechen noch ein bisschen weiter. In der Zeit wollen wir ruhig noch ein bisschen weitergehen. Sind Sie selbst auch betroffen? Ja. Wären Sie betroffen, muss man ja sagen. Das kommt ja erst. Aber ich bin zweckbeschäftigt und bin sehr betroffen. Ja. Also ich finde es eine sehr große Schweinerei. Jetzt Saarstahl, die kriegen so viel zugeschustert und 30.000 Entlassungen, können wir nicht verantworten. Unser einer mit 5.000 Mann, die meinen wollen, können wir uns machen. Wenn wir uns machen sollten, wären Duisburg praktisch pleite. Also können wir einkaufen, können wir leisten, die Wirtschaft nichts mehr, Restaurants. Also, hast du eine Erklärung dafür, wie es überhaupt so weit kommen konnte? Ich meine, die oben, die Regierung hängt da um mich drin.
wird hier alles umpolen. Plötzlich die EG. Dass sie also zum Beispiel jetzt in der Frankreich EG nicht mit den Subventionen da sind. Naja. Frankreich kriegt da neues Werk. Ja. Und dann wollen die, glaube ich, ziemlich uns kaputt machen. Ich will noch ein Stückchen weitergehen. Wir wollen ja ruhig mal so ein bisschen mehr Stimmen einfangen. Hier soll ein Stück rumkommen. Ja, du. Jeder kann hier was sagen. Mal eben die Frage. Sprich du. Sind Sie selbst betroffen? Werden Sie betroffen sein? Nein. Nicht? Nein. Im Moment nicht. Im Moment nicht, ja. Im Moment nicht, nein. Aber man darf trotzdem sagen, man fühlt mit den anderen Kollegen natürlich mit, oder nicht? Ja, ja. Würde ich sagen, ja. Wir werden ja morgen die nächsten. Wir haben nach den drei Betriebsversammlungen, die wir jetzt gehabt haben, wissen wir nicht, ob wir unseren Arbeitsplätze, die 2000, die jetzt noch im Raum stehen, behalten können. Wie die Entwicklung so aussieht, sieht das noch schlecht aus. Also doch trübe Aussichten. Und nochmal hören, wenn wir so nachdenken, in den früheren Jahren, da wurde das alles so hochgepeitscht. Wo könnten denn so ein paar Fehler liegen? Die Fehler liegt von oben. Wie der alte Krupp vom Boden lebte, gab es sowas ja nicht. Heute. Also das neue Management? Ja, genau. Da liegt der Fehler drin. Nicht an uns, an Arbeiter liegt er. Ja, und mit diesem Wort, da wollen wir so im Grunde sagen, wollen wir hier mal aufhören. Die Meinung, dass es am Management liegt, die wird hier geteilt, unter allen Kollegen. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sie geteilt wird von denen, die das von oben zu verantworten oder zu erklären haben. Herr Dr. Götte, Sie sind der Vorstandsvorsitzende der Ruhrstahl AG und wenn man mit der Belegschaft spricht, dann hört man immer den Vorwurf heraus, es sei hier doch ein gewisses Missmanagement vorhanden, das dazu geführt hat, dass hier Rheinhausen stillgelegt wird, die Walzproduktion stillgelegt werden. Was sagen Sie dazu? Ich muss diesen Vorwurf sowohl für mich, der ich 3 Jahre hier bin, zurückweisen, als auch für meine Vorgänger. Die Ursachen für den Zustand heute liegen in ganz anderen Dingen. Wir haben feststellen müssen, dass die europäischen Regierungen ihre Stahlgesellschaften mit maßlosen Beträgen unterstützen. Innerhalb von einer Woche hat die britische Regierung British Steel 4 Milliarden Schulden erlassen. In der letzten Woche hat die französische Regierung ihre beiden Gesellschaften mit über 6 Milliarden Mark unterstützt und erdreistet sich sogar jetzt noch in Lothringen eine neue Schienen- und Profilstraße zu bauen, während wir hier in Rheinhausen unsere Schienenstraße gerade stilllegen müssen. Auch das Saarland hat bekommen etwa 2,2 Milliarden Mark. Einige Gelder fließen ja noch dahin. Müsste die Bundesregierung das Land Nordrhein-Westfalen Ihnen, natürlich den anderen auch, nicht auch Subventionen zuteilen? Wir haben bis jetzt nur Versprechungen gehört. In den letzten 2 Jahren sowohl Krupp als auch Krupp und Hösch zusammen. Wir haben 2 Konzepte vorgelegt. Bis jetzt ist nur noch keine Mark in unsere Kassen geflossen. Und wir können nur in Telegrammen an Bundeskanzler Kohl und an unseren Wirtschaftsminister verlangen, dass wir Gleichbehandlung mit der Saar erwarten, und zwar Gleichbehandlung sowohl was Zuschüsse angeht, als auch Bürgschaften. Wir müssen feststellen, dass die Saarstahl AG, die wesentlich kleiner ist als Krupp Stahl, schon über 2,2 Milliarden an Bürgschaften und Zuschüssen bekommen hat. Und wir können nur Gleichbehandlung in der Bundesrepublik verlangen. Was wird denn angesichts hier in Rheinhausen und auch der anderen Standorte bei Ihnen, was wird angesichts dieser Tatsache überhaupt noch aus der Ruhrstahl? Die Ruhrstahl war immer konzipiert für die Zusammenfassung der Massenstahlbereiche. Sie hatte nie etwas mit Edelstahl zu tun. Sie hatte auch nichts mit den Schmieden zu tun, da unser Partner über beide Dinge nicht verfügt. Und wir stehen nach wie vor zu dem Konzept vom 4. Februar, in dem eine 50-50-Gesellschaft vorgesehen war. Unser Partner Hösch hat leider in den letzten 3 Wochen erklärt, dass er daran nicht festhalten könne. Und wir müssen zweitens feststellen, dass eine wesentliche Bedingung dieses Konzeptes, nämlich die Lieferung von 60.000 Tonnen Halbzeug ex Rheinhausen nach Dortmund, sogar im zweiten Halbjahr 82, und das geht jetzt bald zu Ende, nicht eingetreten ist. Das heißt, wir müssen auch sagen, dass wir dieses technisch-betriebswirtschaftliche Konzept neu überarbeiten müssen. Wir stehen aber nach wie vor zu dem Konzept vom 4. Februar. Vielen Dank, ich gebe weiter an Achim Retzenhoff. Auch der strömende Regen kann die Arbeitnehmer bei Krupp in Rheinhausen nicht davon abhalten, mit Omnibussen und Sonderfahrten in Richtung Duisburg aufzubrechen. Dort gibt es eine Großdemonstration in Anwesenheit des Oberbürgermeisters von Duisburg. Auch wir werden uns später auf den Marktplatz in Duisburg begeben. Während sich die ersten Teilnehmer schon aufmachen in die Duisburger Stadtmitte zur Demonstration,
bin ich hier noch zusammen mit Heinz Schrumpf. Es ist also irrsinnig laut hier. Er ist von der Universität Bochum Mitgutachter für den Kommunalverband Ruhrgebiet. Er hat sich also eingehend mit der Stahlszene beschäftigt. Herr Schrumpf, was macht es denn eigentlich aus? 30.000 Arbeitsplätze hat die Stahlindustrie in den letzten 2 Jahren verloren. Wie soll das eigentlich überhaupt noch weitergehen? Ja, ich fürchte, wir werden auch uns auf weitere Verluste noch einrichten müssen. Wir haben im Rahmen der EG allein Überkapazitäten, die langfristig nicht zu decken sind, von ungefähr ein Drittel der Kapazität. Sie müssen weiterhin damit rechnen, dass die zukünftigen Verbrauchsschwerpunkte der Stahlindustrie im fernöstlichen Raum liegen werden und die Entwicklungsländer auch weiterhin versuchen werden, eigene Stahlkapazitäten aufzubauen, weil die Stahlindustrie noch immer als die Industrialisierungsbranche par excellence gilt. Hier in Rheinhausen werden jetzt wieder 3.000 bis 4.000 Arbeitsplätze abgebaut, sagt man so schön. Die Leute werden also teilweise auch auf die Straße gesetzt. Wir hatten das Problem bei Hösch, wir haben das Problem bei Thyssen. Wie soll das im Revier an Rhein und Ruhr noch weitergehen? Brauchen wir etwas Größeres als die Ruhrstahl AG? Brauchen wir eine größere, nationalere Lösung? Man muss dazu zunächst bedenken, dass die augenblicklichen Probleme gerade des Ruhrgebietes durch die konjunkturelle Lage natürlich überzeichnet sind. Primär gefordert ist also hier der Bund, damit wir wieder zu einer als normal zu bezeichnenden Auslastung der Kapazitäten kommen. Darüber hinaus ist das Ruhrgebiet aber durch strukturelle Schwächen gekennzeichnet, die nicht zuletzt überzogenen Rahmenbedingungen des Staates liegen. Ich frage mich, was das für Folgen hat auf den Einzelhandel etwa, sagt Ihnen jetzt Joachim Rötzenhoff. In den nächsten 2 Jahren sollen bei Krupp viele Leute entlassen werden. Und alle wohnen fast davon in Rheinhausen, sind als Geschäftsmann in Rheinhausen. Gibt es schon mal so Anmerkungen bei den Gesprächen? Spricht man drüber? Man spricht drüber. Und Auswirkungen? Auswirkungen, wie gesagt, die werden noch kommen. Die Kunden sind mit ihren Weihnachtseinkäufen noch dermaßen beschäftigt, dass die Gedanken zwar da sind, aber noch nicht so zum Tragen kommen. Und meiner Meinung nach wird sich das vor dem Januar erst auswirken. Wir müssen natürlich unsere Angebotspalette eben darauf einstellen, ja, und wir müssen eben mit der Sache fertig werden. Ich will mal jetzt so ein Stückchen weiter hier gehen zur Kollegin, haben Sie direkt mit Krupp zu tun oder mit der Familie? Ja. Und wie sieht das aus? Wer ist das? Mann, mein Sohn? Mann und mein Sohn. Beide. Sind aber im Moment noch nicht betroffen, was aber auf uns zukommen kann. Also im Moment gibt es noch keine Anzeichen dafür? Nein, also in den Betrieben noch nicht. Ja. Aber dennoch fühlt man nämlich an, auch mit den anderen Kollegen, man arbeitet ja miteinander. Genau. Und ich nehme an, es wird auch in der Familie darüber gesprochen. Es wird viel darüber gesprochen, ja. Viel diskutiert und was werden wird und was auf uns zukommt. Können Sie mal so ein bisschen so die Stimmung beschreiben? Die Stimmung? Keine rechte Weihnachtsstimmung. Jeden Tag was anderes. Jeden Tag, wenn mein Mann vom Werk kommt, ist was anderes. Mein Sohn erzählt was anderes. Wird keiner schlau draus. Keiner weiß genau, was läuft. Sie sind natürlich auch, nehme ich an, mit Rheinhausen ein bisschen verwachsen, verbunden. Ja. Wo soll man hin? Ja, wo soll man hin? Nirgendwo. Wir haben ein Haus hier, wir haben ein Hüttenhaus gekauft. Vor 2,5 Jahren. Von der Firma Krupp? Von der Firma Krupp, ja. Die Schulden, das muss ja jetzt bezahlt werden. Es geht den anderen Leuten genauso, die diese Häuser gekauft haben. Also das müssen Sie abtragen? Das müssen wir abtragen, ja. Das eventuell auch bei der Arbeitslosigkeit? Ja. Also nicht ganz so rosig die Aussicht? Nein, gar nicht. Ja. Gerade noch mal so um die Ecke rumschauen. Auch irgendwie indirekt oder direkt betroffen? Nein, indirekt nicht. Mein Mann ist schon pensioniert, aber mein Sohn, der ist auch noch auf der Hütte. Wie es wird, wissen wir noch nicht. Aber auch mit Sicherheit Diskussion zu haben. Ja, das ist ja klar, ne? Gerade die Rheinhauser, die waren ja mit Krupp verwurzelt, will man sagen. Ne? Ich habe schon bei Krupp gearbeitet. Ich habe bei Krupp gelernt in den Konsumanstalten. War ja früher nur Krupp. Ja. Kann man das überhaupt so richtig fassen im Moment? Nein, gar nicht. Wie sich das auswirken kann? Kann man gar nicht. Also der große Einbruch wird dann irgendwann kommen, wenn es soweit ist. Ja, da ist Rheinhausen also eine tote Stadt. Also ein Stadtteil von Duisburg dann, ne? Jetzt. Ja, vielen Dank. Bleibt Ihnen nur zu wünschen, dass das nicht ganz so schlimm wird, wollen beste hoffen, angekündigt ne? ist. Ja, und wir wollen nun einmal weitersehen, was im Moment da noch gegen gemacht werden kann, und geben uns zu einer Demonstration.
Es hat eine Reihe von Veranstaltungen gegeben, Protestdemonstrationen hier in Duisburg in Sachen Rheinhausen. Die zentrale Kundgebung findet jetzt hier auf dem Burgplatz vor dem Duisburger Rathaus statt. Herr Krings, Sie sind der Oberbürgermeister dieser Stadt. Die Stahlarbeiter sind sauer. Der Handel, wie wir eben gesehen haben, ist natürlich auch sauer. Wie ist überhaupt die Stimmung unter der Bevölkerung? Wir haben monatelang verhandelt, gesprochen. Jetzt ist das Maß voll. Die 1.700 Arbeitsplätze, die bei der Kupferhütte vernichtet werden, die 5.000 von Krupp, das bringt das Fass zum Überlaufen. Die Stimmung ist verzweifelt. Man hat das Gefühl der Ohnmacht. Wir müssen aufschreien und wir schreien heute auf. Ich möchte das nochmal in Zahlen ausdrücken. Sie haben 25.000 Arbeitslose hier in Duisburg. Und man darf ja auch einzig vergessen, 33.000 Arbeitnehmer arbeiten kurz hier in dieser Stadt. Und jeder Arbeitslose im Stahlbereich zieht einen zweiten Arbeitslosen nach. Von daher müssen wir zwei Dinge verlangen. Wir müssen von der Stahlindustrie fordern, dass sie mal mit einer Zunge spricht, dass sie ein eigenes Konzept auflegt. Und wir müssen von dem Bundeswirtschaftsminister erwarten, dass er in Brüssel für diese Stahlarbeiter einmal fightet. Wie viele Tonnen wird der Bundesrepublik zugestanden? Wie viele Stahlarbeiter haben noch eine Zukunft? Brüssel kann nicht nur heißen, den Bauern das Geld in die Scheuern zu fahren. Die Stahlarbeiter werden heute aufschreien. Der ehemalige Ministerpräsident dieses Landes, Heinz Kühn, hat mal gesagt, in der Bundesrepublik werden die Gewinne privatisiert und die Verluste sozialisiert. Gilt das jetzt hier auch für Krupp? Denn es gibt ja auch gesunde Teile bei Krupp. Es kann jedenfalls nicht das Konzept sein, dass die öffentliche Hand da einspringt, wo das Management Verluste gemacht hat. Das gilt zum Beispiel für die Kupferhütte, die für ihr Missmanagement vom Land einen Ausgleich haben will. Das sind Steuergelder, die können wir dafür nicht verwenden. Herr Fahrtmann, im Hintergrund düstere Wolken, kann man sagen. Das ist die Richtung Ruhrgebiet, aber auch in der Rheinschiene, um Duisburg herum, kriselt es etwas. Sie sind spontan nach Duisburg gekommen, standen auf keiner Rednerliste. Als Gewerkschafter oder auch ein bisschen als Regierungsmitglied? Auch als Regierungsmitglied. Ich glaube nicht, dass sich ein Arbeitsminister eines Landes leisten könnte, in einer so schwierigen Situation nicht dort zu sein, wo die Menschen ihre Meinung äußern. Wie sehen Sie denn die Lage? Wo sind denn nun die eigentlichen Fehler? Die Lage ist so düster, dass sicher keine Patentlösung helfen würde. Das kann man weder von der neuen Bundesregierung verlangen, noch von jemand anders. Aber in der Tat ist seit Jahren im Grunde nichts getan worden, in Erwartung dieses Einbruchs auf dem Arbeitsmarkt, den man mindestens teilweise voraussehen konnte. Es gibt sicherlich keine Lösung, die hier und heute alle diese Arbeitsplätze erhalten kann, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, für Nachfrage nach neuer Arbeit zu sorgen, indem wir uns in dieser Zeit überschießender Arbeitskräfte, also hoher Arbeitslosigkeit, die Arbeiten vornehmen, die wir uns bisher nicht vorgenommen haben. Infrastrukturverbesserungen zum Ausbau der Fernwärme, des Umweltschutzes und dergleichen. Und wenn das alles nicht hilft, dann muss man eben Arbeitskraft, überflüssige Arbeitskraft aus dem Arbeitsmarkt abziehen. Das heißt, irgendeine Sorte Arbeitszeitverkürzung durchführen. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Es gab gerade ja eine andere Lösung, und zwar in Richtung Saarland. Das hilft uns in Nordrhein-Westfalen nicht weiter. Gibt es hier denn Lösungen, vielleicht auch von Kabinettskollegen? Das sind ja alles nur Liquiditätshilfen, die schaffen ja keine Tonne Stahlabsatz mehr. Wir werden selbstverständlich als Landesregierung auch hier helfen, wo es darum geht, die Struktur zu verbessern, soweit das im Rahmen einer freien Wirtschaft, wo ja die unternehmerische Entscheidung im Mittelpunkt steht, Hilfen zu geben. Aber das alles ändert nichts an der Tatsache, wir müssen Abnahme, wir müssen Markt für Stahl schaffen. Es muss Nachfrage nach unseren Produkten erhalten oder wiedergewonnen werden. Alles andere geht am Kern des Problems vorbei. Ja, aber zum Abschluss sollte ich trotzdem noch sagen, das hilft denen, zum Beispiel auch die hier unten auf dem Platz stehen, nicht. Die werden den Arbeitsplatz verlieren und haben so schnell keinen neuen. Das sehe ich nicht so. Wenn wir etwa einen entscheidenden Ausbau unseres Fernwärmesystems erreichen würden, würde da Stahl und Stahlrohre verlangt in einem Maße, die schon eine spürbare Verbesserung brächten. Und wenn wir eine entscheidende Arbeitszeitverkürzung erreichten, würde das auch die Arbeit auf mehr Schultern verteilen. Wenn eines Tages unserer Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht und nur noch 90% der bisherigen Arbeit sinnvoll ist, dann kann die Lösung ja nicht sein, dass 90% so weiterarbeiten wie bisher und 10% gar nichts tun, dass sie arbeitslos sind, sondern muss die Arbeit so verteilt werden, dass 100% der Arbeitnehmer nur noch 90% des bisherigen Arbeitsvolumens leisten, damit die Bilanz wieder ausgeglichen ist. Ja, vielen Dank, Herr Fahrtmann. Und dann bleibt uns nur noch zu hoffen, dass das alles hier nicht ganz so schlimm ausgeht und doch noch Lösungen gefunden werden.